Herr Dr. Knüppel, 10 Jahre Deutscher Derivateverband, das ist das, was Sie hier 2018 feiern auf Ihrem Deutschen Derivate-Tag. Wenn man zurückblickt, 10 Jahre, dann fällt einem nicht unbedingt das Gründungsdatum des DDV als markantes Datum ein, sondern eher so 10 Jahre ist es her, dass die Lehman Brothers Insolvenz anmelden mussten. Genau das ist eigentlich die Krux dabei, was irritiert, denn Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Sie wollen Zertifikate promoten, Sie wollen Zertifikate fördern, hier im Markt bei den Anlegern auch publik machen. Genau diese strukturierten Produkte sind aber der Anlass für die Krise damals gewesen. War das jetzt ein guter Schritt, den DDV zu gründen, oder war das eher ein Kampf gegen Windmühlen? Also zunächst einmal ist der DDV am 14. Februar 2008 gegründet worden, vor der Lehman-Krise, die ja am 15. September ihren Ausgangspunkt war. Und den Eindruck, den Sie gerade geschildert haben, ist ein weit verbreiteter Eindruck, nämlich dass strukturierte Wertpapiere wie Zertifikate etwas mit dieser Krise zu tun haben oder gar sie ausgelöst haben. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Derivate, und zwar insbesondere Kreditderivate, haben natürlich einen Beitrag geleistet oder waren mit dabei, in Teilen auch etwas krisenverschärfend. Aber dazu zählten nicht strukturierte Wertpapiere für Privatanleger wie Zertifikate. Im Gegenteil deswegen, weil Zertifikate selber zu den Opfern der Krise gehört haben. Sie waren eben als Produkte für Privatanleger, standen sie das erste Mal hier im Fokus, und mit denen, die Lehman-Zertifikate gekauft hatten, ist das erste Mal passiert und zum Glück danach nie wieder, dass hier das Emittentenrisiko allen deutlich geworden ist und dass diejenigen, die von Lehman-Zertifikate gekauft haben, hier eine ganze Menge Geld verloren haben. Nun ist es unterm Strich aber so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, es muss gehandelt werden, der Markt ist zu liberal, es muss stärker reguliert werden. Und genau diese Regulierung ist es ja, die es den Zertifikateanbietern schwer macht. Sie sind seit Jahren dabei und mahnen an, dass bei der Regulierung Maß gehalten wird. Wie viel Gehör finden Sie denn jetzt? Also ich denke, auch da müssen wir mal unterscheiden. Erstmal die Frage, Regulierung in welchen Bereichen? Da muss man sehen, alles, was mit Kapitalunterlegung zu tun hat, wie die Banken stabiler gemacht werden, ein Abwicklungsmechanismus für Banken, das war sicherlich alles positiv. Aber im Rahmen der Regulierung hat sich der Gesetzgeber auch zum Ziel gesetzt, die Anleger noch stärker zu schützen, und hat dafür Instrumente entwickelt, wo wir sagen, hier ist über das Ziel hinausgeschossen worden. Wenn wir hier zum Beispiel bei MiFID und MiFIR hier ein Regulierungsmonstrum haben zum Anlegerschutz von 1,4 Millionen Paragraphen und 20.000 Seiten, glaube ich, leuchtet jedem ein, dass hier des Guten zu viel getan wurde. Unser großes Problem, das wir im Augenblick sehen, ist, dass es sicherlich auf der einen Seite ein gutes Maß an Regulierung oder viele sinnvolle Regulierungsschritte im Rahmen der Bankenregulierung gegeben hat, aber bei der Anlageberatung ist ein zu viel da ist, was dazu führt, dass weder die Banken noch die Anleger noch mal große Lust haben, Wertpapiere zu verkaufen oder zu kaufen. Unterm Strich, Sie sagten Wertpapierkultur, was würden Sie sagen? Ist das Verständnis auch für Zertifikate bei den Anlegern gestiegen in den letzten Jahren, oder ist da noch eher wenig passiert? Also ich denke mal, dass wir da auf einem ganz guten Niveau sind, aber es ist natürlich noch Luft nach oben. Wir stellen immer wieder fest, dass es sozusagen eine eingeschworene Community einiger zigtausend Anleger gibt, die Zertifikate kaufen, diese gerne kaufen, auch wenn sie ausgelaufen sind, und wieder erneut in Zertifikate investieren. Die große Herausforderung ist, nicht nur für unsere Branche, sondern auch für Fonds und auch eben für Aktien, neue Gruppen zu gewinnen, die hier anfangen zu investieren. Da geht sehr viel, denke ich, über Finanzbildung, aber dafür brauchen wir natürlich auch Vorbilder in der Politik, in der Wirtschaft.
Und ich sage mal, da ist es natürlich auch nicht hilfreich, wenn die oberste deutsche Verbraucherministerin sich hinstellt und sagt, ich habe keine Lust, mich mit Geldanlagen zu beschäftigen. Ich mache in meiner Freizeit lieber etwas anderes. Das ist das Gegenteil von dem, was wir gerade brauchen. Vielen Dank. Gerne.